und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Arma 3. Wir spielen wieder eine Workshop-Mission und zwar diesmal Operation Scar. Ja, wir werden jetzt erstmal über ein besagtes Gebiet hier abgeschmissen wollte ich sagen, mit dem Fallschirm und sollen dann einen Assassinate Officer töten. Was genau jetzt ein Assassinate Officer ist, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass wir mal eben schnell direkt neben einem Fahrzeug runterkommen. Gut, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der mich nicht gesehen hat. Roger that, Cobra. Follow the plan as laid out in the operation briefing. The extraction chopper will be sent after the target's elimination. I'll copy. Das ist solid, Papa Bear. Cobra out. Okay, jetzt haben wir da einen Heli. Kurzen Blick auf die Map. Destroy Radar Tower. Da ist der Assassinate Officer. Wohl, angeblich. Okay, der Hunter ist wohl einer von uns. Das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Der wird aber erst kommen, wenn ich hier alles fertig habe. Okay, den Radio Tower muss ich als erstes erstmal ausschalten. Ich glaube, ich werde Night Vision anmachen müssen. Sonst sehe ich gleich die Feinde mit ihren Tarnanzügen nicht. So. Mein Gott. Okay, eine Wache haben wir da, die andere steht dort. Wenn ich mich jetzt hier ein bisschen höher begebe, dann kann ich da auch ein bisschen besser drauf achten, gucken, wie auch immer. Hab hier natürlich so gut wie keine Deckung, aber es ist ja zum Glück dunkel. Das heißt, mit etwas Glück... Scheiße, kein Headshot. Den anderen... Auch tot. Zum Glück Schalldämpfer. Sonst hätte ich jetzt wieder alle auf mich gezogen, die hier irgendwo rumrennen. Ich nehme aber mal an, das waren sie wahrscheinlich erstmal. Nehme ich an. Über nochmal einen Blick werfen. Okay, wir gehen jetzt ein Stück wieder in die Hocke. Wenn denn mal leicht vorgehen. Da oben. Fuck. Okay, der ist auch weg. Puh. Also ist hier auch eine Patrouille, aber eine einzelne Patrouille kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt müssen wir gucken. Können wir noch mehr finden? Ich werde den großen Stein da oben nutzen, um ein bisschen Deckung zu behalten, weil ich nicht genau weiß, was da bei dem Tower auf mich wartet. Okay, wir sind auf einem ziemlich hohen Berg. Das ist der Radio Tower. Das Ziel einfach noch zerstören, aber einfach noch ist gut. Jetzt habe ich den Stein natürlich nicht mehr vor Augen, den ich eigentlich wollte. Wo ist er denn hin? Scheiße, doch hier. Ja, hier müsste er kommen gerade. Genau. Den kann ich super als Deckung nutzen. Aber vorher gehen wir nochmal kurz an unseren Feind ran. Grünes Licht. Oh Gott, nein. Hat er vielleicht ein paar Granaten dabei? Wäre sehr vorteilhaft. Naja, und erste Hilfekasten im zweiten. Ist auch nicht schlecht. Jetzt hat er keine Sachen mehr.
Doch, jetzt. Tragegurt. Nicht eine Granate. Okay. Okay, ich sehe keinen mehr hier rumrennen. Aber hier ist doch ein Fahrzeug. Okay, das könnte natürlich von den meinen drei Freunden da sein. Oh, es ist hell hier. Fuck! Was will der Panzer denn? Hast du Granaten, sag mal? Jo. Ich weiß jetzt nicht. Scheiße, was haben wir hier drin? Oh, der hat auch noch ein paar Splittergranaten. Und eine Endlaw. Ich brauche aber eine Endlaw. Also die. Das Raketendingen selber noch. Dann könnte ich das Ding auch ausschalten, aber. Fuck. Nichts sonst hier. Scheiße, ey. Auf die Map gucken, ob ich beim richtigen Tower bin. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie ich das mache. Da sind die Tanks, die Panzerteile. Ich werde jetzt mal eben schnell versuchen, das Ding zu zerstören. Ich hoffe, das reicht einzeln. Okay, ich war so nah dran, dass ich noch Schaden gefressen habe. Cobra, the enemy radio tower has been destroyed. Solid copy, Cobra. You've just made your mission a hell of a lot easier. Okay, ich habe Schaden genommen, aber das Fahrzeug steht hier natürlich noch. Habe ich vielleicht irgendwas mit dem hier? Ich kann absolut. Doch, ich kann tatsächlich mit dem Ding fahren hier. Es sind nur 800 noch was Meter. Bis zum nächsten Punkt. Wo steigen wir am besten ab? Ich denke, hier kann ich das Fahrzeug gut versteckt lassen. Ein bisschen ab von der Straße. Hier durchs Unterholz zu rasen ist natürlich. Oh, jetzt komme ich auf den Berg. Fuck, hier ist alles beleuchtet. Ist nicht das Problem. Wir müssen eh noch ein Stück weiter. Ups, wir müssen schnell aussteigen. Bevor das Ding noch hochgeht. Wird es nämlich, glaube ich, gleich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon kaputt war, als ich losgefahren bin. Zum Glück habe ich mir die Erste-Hilfe-Packs eingepackt. Okay, wir müssen hier in die Richtung weiter. Komplett kaputt.
Schade. Aber da wollte ich ja eh hin und von da aus dann zu Fuß weiter. Was ist das? Ein Stein. Mein Gott. Das ist ein Licht. Weg, weg, weg. Scheiße. Ich denke noch, das ist so ein scheiß Laternenmast oder was auch immer. Fuck. Hinlegen. Wir müssen uns regenerieren, bevor wir jetzt in den Kampf reinstürzen. Scheiße. Boah, hab ich mich erschrocken. Erst steht der still wie sonst was. Und jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Der weiß doch, dass er jetzt ein Gegner ist. Oh, wie meine Waffe rumschlenkert, ne? Glück habe, habe ich ihn jetzt gerade fertig gemacht. Wo ist er hin? Oh Gott. Boah, wie ich wackel. Ich versuche da gerade gegenzuhalten. Alter Schwede. Ich versuche schnell zu dem zu kommen, um noch ein Erste-Hilfe-Pack zu ergattern. Bitte, 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 bitte. Hab noch ein... Ja, sehr geil. So. Granaten. Granaten kriegt man viel zu wenig, aber ich glaube, damit soll ich die Leute auch gar nicht ausschalten. Klar, geheimer Einsatz hier. Aber die machen sich halt immer ungemein gut, wenn man halt mal über so eine Kuppe nicht drüber gucken kann. Von hier habe ich jetzt super Sicht und kann einwandfrei wirken. Da zum Beispiel. Kann ich jetzt gut wegholen. Der ist tot. Noch jemanden in der Alarm... Ja, genau, von oben auf dem Dach. Hedy. Scheiße. Hedy. Sehr gut. Komm schon noch ein bisschen weiter. Ah, jetzt kriege ich mal gerade. Wir müssen das noch weiter unter Beobachtung halten, nicht? Da unten. Ich wusste es. Scheiße. Geht aus meinem Sichtbereich. Fällt dem ein. Ich hoffe, der geht nochmal zurück. Und kommt hier nicht die Bergkuppe hoch, weil dann sieht er mich. Ich glaube, er kann hier den Berg auch gar nicht hoch, weil hier die Mauer ist. Haus soweit, scheint alles ruhig zu sein. Die sind auch gut genug bewacht gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist jemand in dem Haus? Vermutlich ja. Und da unten ist noch eine nächste Patrouille. Hinlegen. Dem natürlich einen Headshot zu verpassen, wäre natürlich super, ne? Oh, fuck! Und ich muss nachladen. Scheiße, scheiße. Nein! Ja gut, super Stelle ausgesucht, mein Freund.
Da ist er wieder. So. Diesmal lade ich direkt nach. Wer weiß, was da noch kommt. Oh Mann, ey. Ich und diese leisen Missionen, ne? Am besten, die hauen mich mit dem MG das nächste Mal irgendwo hin. Ich glaube, das kommt wesentlich besser. Das kriege ich wesentlich besser geregelt. So, jetzt ein bisschen fixer nähern hier. Bevor hier noch mehr auftauchen. Kurzer Missionscheck. Okay, hier muss auch irgendwo... Oh, Entschuldigung. Hier muss auch irgendwo der Assassinate Officer sein. Und das hat mich so erschreckt, dass ich direkt einen Schluck aufkriege hier. Okay, wir haben hier einen bewaffneten Hunter. Oh, fuck. Und einen bewaffneten Schützen. Komm, komm, komm. Leg dich doch nicht hin. Kopfschuss. Sehr schön. Und noch irgendwo ein Feind. Alter Schwede, hier ist ja alles voll. Diesen Kanalratten. Ist hier kein Thermal? Thermalvisier dabei. Oben scheint... Also beide Fenster dicht. Leiche. Wieder zu. Was hat der drin? Erste Hilfekästen. Schön. Eine Endlaw-Rakete ohne Endlaw. Mann. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr. Der Pal-Tank ist ja weg. Okay, da jetzt gleich in den Nahkampf übergehen, wie scheint. Nehme ich mal das Infrarot raus. Das Infrarot. Das Nachtsicht. Okay, wir werden das mal von oben infiltrieren. Geht. Oh, jetzt habe ich die aufgemacht, egal. Okay, hier ist keiner drin. Hier auch keiner. Fuck, hier steht er drin. War der alleine? Exfiltrate. Copy, Cobra. Extraction chopper inbound. Move to the LZ northeast of your position, designated LZ Alpha for extraction. Okay, wir gehen das mal kurz checken. Also, ich soll jetzt... Hier ist ein Fragezeichen. Okay, warum das? Also, da soll ich jetzt erstmal wieder hin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Zeit dran habe, sonst würde ich auch mal zu dem Fragezeichen hingucken. Aber ich muss... Ist der Raum überhaupt... Scheiße, wenn ich da jetzt... Wenn ich dran vorbeilaufe, geht es vielleicht. Okay, scheint doch keiner drin zu sein. Oder? Nö. Puh. Denkt man echt? Hier, den beschützt vielleicht noch einer. Der stand jetzt hier gerade so ein bisschen doof da. Der hat gar nichts. Wirklich überhaupt nichts. Okay, dann hier wieder raus. Bevor wir ein Problem kriegen. Den können wir ja nicht nehmen. Ich setze mir mal eben schnell einen Point. Fragezeichen da nervt mich. Okay, ich werde... Exfiltrate ist dort. Ich werde da hingucken. Leid es mir tut. Leute, wir müssen gucken, nicht dass da noch irgendwie so ein optionales Ziel ist. Es sind nur 137 Meter. Aber dafür muss ich die Night Vision wieder anmachen. Da unten. Oh. Ich hab's gesehen. Jetzt rennt der weg. Hat der mich auch gesehen oder was? Scheiße. Warum bin ich auch so ungedeckt gelaufen?
Oh, ich krieg einen Drehwurm. Okay, komm, 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 du musst hier. Da. Da. Hinlegen. Stillhalten. Mensch, wie viel über. Ach, fick dich! Wie viel überlebt er denn? Endlich. 12 Schuss, ich habe keine vollen Magazine mehr, oder was? 4. 12. Ich nehme lieber das. Ich sehe da jetzt gerade nichts. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Wahrscheinlich noch die Munitionslager oder was auch immer. Mir ist nicht gut bei der ganzen Sache gerade. Schnell zum Baum. Ist da wer drin? Laptop. PC. Ja, nu? Ich an dem besagten Punkt? Ja. Okay, das war's. Gut, hier waren anscheinend auch noch Informationen. Oh. Upload Virus to Network. No Entry Stream. Okay, jetzt habe ich gerade irgendwas gemacht, was nicht geht. Doch. Upload completed. Cool. Springladung noch platziert. Okay, das habe ich vergessen bei dem anderen Laptop zu machen. Das müssen wir jetzt gleich nochmal nachholen. Jetzt haben wir die Sachen hier soweit ja abgeschlossen. Hoffentlich kommt von denen keine Verstärkung. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Base da so die ganze Zeit unbewacht bleibt. Aber die eine Sprengung werden wir erst machen, wenn ich die zweite Sprengung hier vorbereitet habe. Hier ist hoffentlich nicht schon jemand zu Besuch gekommen gerade. Ist hier nichts, oder wie? Oh, gucke! Launchers! Sprengladung nur. Okay, eine Sprengladung habe ich aber noch dabei. Das müsste ausreichen. Ja, mein Mann ist ziemlich erschöpft. Aber er hat sich ja wacker geschlagen. Jetzt nur noch den Laptop und dann können wir zum Extraction Point. Was ist denn mit dem Laptop offen? Ah, da kann ich nichts machen. Okay. Auch hier ist die Sprengladung jetzt platziert. Da können wir ja jetzt raus. Und uns auf den Weg machen. Oh, aber nicht 700 Meter noch gehen. So verletzt, wie wir hier schon wieder sind. Ich habe hier vorne noch einen Transporter gesehen. Wenn ich Glück habe, ist der besetzt. Also, fahrtüchtig meine ich. Drin ist keiner. Aus irgendeinem Grund leckt es jetzt gerade hier. Bitte sei fahrtüchtig. Oh, geil. So. Da müssen wir hin. Okay. Bomben zünden wir gleich. Erstmal versuchen wir auf den Berg hochzufahren. Okay. Wir werden einmal in die Außenansicht gehen.
Okay, ich bin zu weit weg für die zweite Bombe. Jetzt. Okay, das müsste lang. Jawohl. Okay, die beiden Gebäude haben wir zerlegt. Können wir weiterfahren? Ich hoffe, dass die Strecke in Ordnung ist, die ich fahre hier. Oh. Uiuiui, ein Feind. Ich glaube, den haben wir. Oh, bloß weg. Bloß weg. Also eigentlich habe ich den überfahren gerade, oder? Wie habt ihr das gesehen? Keine Ahnung. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angespannt, wenn ich diese Mission spiele. Man weiß halt nicht, was einen erwartet. So. Extraction Point. Endlich geht's raus hier. Exfiltrate. Na, in dieser Mission klappt das doch hoffentlich. Oh, okay. Das war dann diesmal die Mission. Jetzt geht's nur noch nach Haus und dann haben wir es geschafft. Ja, wie fandet ihr die Mission denn? Also, ich fand sie jetzt gar nicht mal schlecht, ne? Also, ich teste ja jetzt diese Workshop-Mission. Mal gucken, was die Leute da abliefern. War echt gar nicht schlecht gemacht. Bisschen mehr Action hätte ich erwartet. Das war ein bisschen mau, fand ich jetzt für meine Ansprüche so ein bisschen. Aber ansonsten ist halt auch Spielermade ganz gut gemacht, natürlich. Auf jeden Fall finde ich gut aus dem Workshop, dass man da die Möglichkeit hat. Schreibt, wie gesagt, mir doch mal in die Comments, wie ihr die Mission fandet. Ich denke, ihr wollt auch ein bisschen mehr Action beim nächsten Mal. Da werde ich mich auf jeden Fall ransetzen. Alles klar. Hoffe wie immer, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Armor Dry. Ja, und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.